mein Gott, Rick, bist du völlig bekloppt? Alter, Apple kommt und verklagt uns alle! Weil, wegen dem Apfel und abgebissen und so. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, Apple verklagt momentan ziemlich gern Leute. Und wieso isst du den Apfel währenddessen? Apple verklagt in letzter Zeit sehr gerne Leute. Du isst diesen verkackten Apfel immer noch. Nom nom nom. Apple hat sich ja über Jahre hinweg jetzt wirklich Patente und Ideen eingekauft und teilweise auch geklaut. Und jetzt versuchen sie mit den Rechten an ihren Innovationen ihre Konkurrenz auszuschalten und damit eine wirklich sehr gefährliche Monopolstellung einzunehmen. Und das ist nicht gut. Vor kurzem hat ein amerikanisches Gericht entschieden, dass Samsung $1 Milliarde an Apple zahlen muss, weil die ja angeblich das iPhone 1:1 kopiert haben. Das gleiche hat Apple ja schon in anderen Ländern versucht, nur da dachten sich die Richter, was soll man denn da anders machen? Denn in diesen Ländern hat ein Richter entschieden, der auf so eine Branche spezialisiert ist und nicht irgendwelche Geschworenen. Aber das ist echt effektive Konkurrenzausschaltung. Steve, wir sollten anfangen, andere YouTuber zu verklagen, weil die benutzen ja auch manchmal Waffen. Und wir waren die Typen mit den Waffen. Das haben wir erfunden. Das ist unser Ding. Aber das Patent per Patent die Konkurrenz auszuschalten, gehört ja schon Apple. Doch ein Mann wagt es, sich gegen Apple aufzulehnen. Dieser Mann hat sich tatsächlich die AGBs von iTunes durchgelesen. Und er fand heraus, dass die Musik, die er glaubte rechtlich erworben zu haben, nur geliehen ist. iTunes, deine AGB waren zur falschen Zeit am falschen Ort. I'm motherfucking Bruce Willis. Yippie-yay, Schweinebacke. Nein, wirklich. Bruce Willis verklagt wirklich Apple, weil er nach seinem Tod seine Musik, die er da gekauft hat, nicht an seine Kinder weitervererben kann. Hey, Bruce Willis geht's bestimmt nicht ums Geld. Ich meine, er könnte 10.000 Mal diese ganze Musik-Collection nochmal für seine Kinder kaufen, aber es geht ums Prinzip. Und da hat er einfach mal recht. Er hat so fucking recht. Es geht nicht. Bruce Willis hat immer recht. Also ich für meinen Teil bin ja Apple-Fan. Ich mag die Produkte und alles mögliche, im Gegensatz zu Rick. Ich mag lieber Melonen. Aber mal ehrlich, Apple braucht gute Konkurrenz, denn das zwingt sie dazu, auf dem Markt bessere Produkte zu besseren Preisen zu bringen. Ich meine, Apple ist schon teuer, aber dann wären sie noch viel teurer. Aber bald wird man eh nicht mehr viel von Apple hören, denn Bruce Willis kommt und wird euch alle umbringen. Bleibt nur noch eine Frage. iPhone oder Android? Was haltet ihr von dem Thema? Geht der Apple nicht ein bisschen zu weit oder ein bisschen sehr zu weit? Zuschauerbeeinflussung. Zuschauerbeeinflussung. Ihr liked dieses Video. Und dann werdet ihr es favorisieren und dann geht ihr auf Facebook und penetriert da die Daumen. Ich muss echt scheiß gruselig aussehen. Du siehst immer gruselig aus. Danke.